Auf ein neues bei Let's Play Pokémon Platin Part 17. Geht ja voran. Und wir haben ja im letzten Part den Turm der Ruhenden gemacht, aber irgendwie ist das nicht so wie bei Diamant. Naja. Hier ist übrigens die Poké-Pension, falls jemand interessiert. Falls es jemand interessiert. Aber ja, ich lese mal vor. Poké-Pension, lass deine Pokémon aufziehen. Nächstes Mal ich lieber selber. Genau, hier kann man gut kämpfen. Aber durch das Gras, durch das hohe Gras kannst du nicht mit dem Fahrrad. Das geht nicht. Ich bin so klein, deswegen weiß ich nicht, wie man kämpft. Die nette Pensionsleiterin zieht meine Pokémon für mich auf. Dann hat sie aber gar keine Bindung zu dir. Bist du schon nach oben gefahren? Ja. Nee, ich bin hier. Unten. Ich mach den hier oben zuerst. Ich kämpfe gegen den Bauer oder was ist das? Der oben, der will gar nicht kämpfen. Nee, fahr mal, Anton. Los, drücken. Oh, wilde Pokémon. Ponita. Rot. Die werden immer stärker. Uff. Und man sieht das erste Mal, trifft Zebli im Kampf. Aber ich fliehe wieder. Trifft Zebli. Stimmt, jetzt sieht man es ja auch bei dir. Yep. Ach, nicht Hypnose. Das trifft dich immer. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, ich könnte kotzen. Und wieder ein kleines Ponita. Ponita. Mann. Oh, ey. Dampfer. Ja, komm, mach. Jetzt Blubstrahl. Nee! Ach komm, ich hab keinen Bock mehr. Was ist denn los? Hypnose trifft einfach immer. Ist doch alles gut. Das ist nicht gut, wenn das immer trifft. Hypnose hat eine Genauigkeit von 60, glaube ich. Kannst auch gerne nochmal nachschauen, aber es hat 60. Nee, ich schau jetzt nicht nach. Nee, das war jetzt auch an die Zuschauer gerichtet. Ja, sogar du kannst ruhig immer nachschauen. Ja, dann spreche ich die halt nicht so. Dann spreche ich die halt sehr persönlich an die Zuschauer. Hast du ein Problem mit? Ja. Ich hab's geschafft. Ach, Toni, das ist auch tot, endlich. Warum kein Trainer? Ja, doch, aber der wollte nicht. Wie, der wollte nicht? Der wollte nicht. Dann war da also kein Trainer. Der wollte nicht. Das. Hä? Ein weibliches Pikachu. Die Erkenner wissen, woran das erkennbar ist. Am besten nicht Flugattacken gegen Pikachu. Rückkehr gegen Pipi. Ach, der ist ja Elektro. Scheiße, ich hätte ihn auch was wechseln sollen. Nein. Oh Mann, nein. Okay, er macht nur Donnerwelle. Rückkehr. Nee, warum wärst du die Attacke ab? Das kannst du gar nicht. Oh, das kann halt doch, siehst du doch. Der kann Gesang. Ja, habe ich gerade auch gemerkt. Auch ich habe keine Lust mehr auf die Welt. Und Paloni ist eingeschlafen. Paraheiler bringt dir da nicht so viel. Ja, nee, mein altes Pokémon ist eingeparat. Ach Mann, so macht das Spiel keinen Spaß. Wehe, der macht das jetzt nochmal. Shit, natürlich. Ich wollte mir... Och, jetzt hat der eben Hypnose gehabt. Ja, es war Gesang, ne? Wenn nicht, hat er eine Beine. Ah, gut, der hat mich aufgeweckt. Wie nett. Nein, warum überlebt er das nicht? Hm. Noch einen Aufwecker verschwende ich jetzt nicht. Ich bring dich jetzt so um. Komm, beiß ihn. Schafft Baloni schon alleine. Ja, Pikachu ist tot endlich. Boah, zum Glück hat er abgewehrt. Nein, Togetic ist stark vor Liebe. Du kannst dich doch nicht in sowas verlieben, das ist doch nicht schön. Nee! Flori, wo kriege ich eine gute Flugattacke her? So was Nerviges. Können sie nicht fliegen? Wo könnte man das denn nochmal nachgucken? Es ging doch auch im Spiel, wann der was lernt. Der Pokédex. Pokédex? Wo ist denn der? Pokédex. Sieht man bei mir auch mal den Pokédex? Wo ist er denn? Wenn du auf das Pokémon drauf gehst, meine ich. Jetzt bin ich hier. Attacken. Kannst du auch auf. Ja, ich kann es jetzt gerade nicht, weil ich im Kampf bin, aber. Auf Level 40 erlernt das nächste, okay, was gut ist, okay. Und Flug gar nicht. Doch, ne, Tutor.
Da lernt er wirklich keine Flugattacken mehr. Ach, du meinst den Jogger? Oh, du. Ja. Was machst du hier? Warum erlernt er denn keine Flugattacken mehr? Aber hey, auf 60 Explosionen. Hast du Ruhrort mitgenommen? Nein, ich war da ja noch nicht so. Hier oben, bei dem Jogger ist das. Ja, ich habe nur mit dem Jogger geredet, weil du dann gesagt hast, ey, ich bin hier unten. Ja, ja. Was ist mit dir? Ach so, da. Sieh mal, der Glanz meines Fells, meiner Pokémon ist toll, du toll, toll, toll. Der Aaron. Ruheort, kann das von mir wer lernen? Mit dem Elegit. Natürlich nicht. Warum kann Balloni denn keinen Ruheort lernen? Kann der fliegen? Ja, das habe ich extra nachgeguckt. Es wäre auch komisch, wenn es einen Luftballon nicht könnte. Hey, ist auch schön, du kannst dich unten dran festhalten und dann fliegt der einfach weg. Monera, uiuiui. Die sind ja eh dazu, dafür bekannt, kleine Kinder zu entführen. Hey, wir wollen ja nicht mit diesen gruseligen Sachen hier. Da steht sogar im Pokédex-Eintrag. Ja, das reicht schon, dass Pokémon das macht. Hast du Tails ist gesehen? Aufgewacht. Ich hab vergessen, ihn aufzuwecken, aber egal. Oh, Galoppa, mach du, das nicht. Oh, da oben sind gleich die Entons mit den Kopfschmerzen, das ist cool. Enton. Hast du ja einen Trainer da oben noch besiegt? Und den Super Schutzgold? Was denn für ein Trainer schon wieder? Da, wo du eben aufgehört hast. Da geht's noch weiter, da ist ja noch. Ah, ein... jetzt mach. Ist... Warum gibt's hier denn so viele Wege? Das ist doch scheiße. Der ist ein Galoppa, was? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Ach komm, Metronom. Das hat ja wirklich ein Einhorn-Galoppa. Jupp. Es ist ein Einhorn, das hat ein Einhorn, genau. Ich dachte mal, es wäre der Ohr, genau, das Ohr. Das wäre der Ohr. Geheimpower, komm. Ui. Oh, Flammrad, nein. Jetzt dann brenne ich. Dann geh ich nochmal zurück und tu mir das. Nein, du kannst das nicht machen. Item. Ich hab nur ein KP, aber ich sterbe jetzt, weil ich verbrannt werde. Ist alles gut, Junge. Ein Elegit. Jetzt kriegt er nicht mal die Erfahrungspunkte. Oh Mann, ey. Das ist belastend. Ich muss mich halten jetzt. Ich muss zurück. Donnerwelle. Ich sehe keinen Sinn mehr in meinem Leben. Oh. Warum existieren Statusveränderungen? Ja, ich muss ja auch wieder jetzt ganz viele Sachen kaufen. Das ist ja grausam, ist das ja. Ja, jetzt kriegen wir alle Erfahrungspunkte, weil offenbar. Das ist so nervig, ey. Blubblilu, blubbliblublu. Volltreffer, ja, super. Langsam läuft's, aber mit den Leveln, das ist schön. Girlier Level 22. Ja, okay. Jetzt sind alle Pokémon von mir einigermaßen stark. Oh, Bitterkuss, jetzt bin ich verwirrt und paralysiert. Zurück. Alter, der Wind ist draußen richtig crass. Ja. Na, ist das jetzt auch? Oh, nur ein Pokémon von meinen hat ein Item, ich weiß gar nicht, sorry. Wie das bei dir ist. Ja. Warum hat das weibliche Vonera Eier in der Hose? Ach. Nee, auf so Witze, nee. So geht das nicht, mein Freund. Doch. Ich möchte jetzt eine Antwort von dir haben. Nee, das ist mir leid, das mache ich nicht. Du hast jetzt ja, glaube ich, sogar nur einen Stein bei Vonera, ne? Ich glaube, erst Steinera hat dann Ei. Ich glaube, das spielt nur Motto. Ach komm, jetzt kaufe ich nichts mehr, jetzt reizt mir. Ich weiß, ich werde dann drunter leiden, ist egal. Warum trägt der eigentlich seine Pokébälle im Eimer umher? Oh, du kämpfst ja auch. Was? Oder sie? Das ist eine gute Frage. Ein Magpie, oh, wie süß! Oh, ein Magpie, wie süß! Ach, Mann. Warum hast du das gerade gesagt? Weil ich mag Magpie.
Du wirst aber nie eins haben, das ist dir schon klar. Magpie kann man nie fangen, kann man spielen, ich weiß nicht in dem. In irgendeiner zweiten Gen kriegt man aber ein Magpie-Ei. Ich glaube sogar, man kann Magpie und in Feuer. Schwarz und Weiß 2 kann man zwar ein Ei haben. Ja, ich da weiß. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch in Mond. Da, wo du deinen Amphira hast, gibt's glaube ich auch, gab's glaube ich Magpie. Bin ich mir ziemlich sicher. Könnte sein. Oh, ein süßes Magpie. Und ein Togepi. Wie das rumspringt. Als ob du es überlebst. Nee, Gena, jetzt hör auf. Jetzt, du bist so süß, du kannst das nicht. Komm, Schnabel und Tod. Lütji? Siehst du, der ist an Togepi schon 23 und hat sich noch nicht entwickelt. Na, siehst du. Guck, hier sind die Entons. Die Entons stehen im Weg, sie machen keine Anstalten. Ja, hier kommt man wohl nicht weiter. Ich tue mir immer noch so leid. Warum? Mit ihren Kopfschmerzen. Oh. Oh, hier kämpfen die auch in dem. Oh Gott, das wusste ich ja gar nicht. Okay. Die Entons? Nein, hier in dem Haus. Der Viererin Frauke. Och, könntest du nicht die ganze Zeit Gena spammen? Wäre ziemlich nett. Alter. Geil, der macht immer Gena, dann wechsle ich aus und in dem Zug, wo ich auswechsle, macht er dann Morgengrauen und heilt sich wieder. Was, Morgentau? Morgengrauen. Also. Wenn er das jetzt nochmal macht, dann hole ich schnell Terra. Als ob Pipi eine Elektroattacke kann. Okay, jetzt reicht's mir, jetzt hole ich schnell Terra. Große Morla muss nochmal rauskommen und helfen. Bei welchem Level? 33. Ja, das reicht aber. Das reicht wirklich. Ja, ich nehme die ja normal auch nicht, aber das würde jetzt sonst kein Ende nehmen. Kein Ende in Sicht, kein Ende in Sicht. Oh, das war was anderes. Ja. Das von meinem Lieblingsanime. Geht ein bisschen anders, meiner nicht. Ey. Nicht ey, ist so. Wir hatten eine hitzige Debatte über Pokémon. Hä, warum siehst du jetzt so aus? In dem Haus kämpfen die, ja. Mhm. Oh, so viele. Ein Käfer. Confusion. Nee, nicht Aeros. Du überlebst es. Okay. Kein Confusion jetzt. Serviererin Frauke. Mit einer Pipi. Okay, das sieht ziemlich nichts ab. Flug müsste vierfach sein, oder? Gegen einen Skarabon. Ich bräuchte langsam mal gute Wasserattacken. Wann kriegt man den Surfer? Ich glaube. Fünfte Arena. Jetzt kommt ja die vierte, das ist eine Kampfarena und dann kommt die fünfte. Super Tank. Zack. Ja, was hatten die jetzt schon wieder eingesetzt? Irgendeine Elektroattacke. Ich sollte mal mehr aufpassen, was im Kampf passiert. Oh Mann, ja, nee. Was denn? Ich wollte gerade gucken, wann ich eine gute Wasserattacke lerne. Nein, nein! Nicht mein Ei klar! Du auf 35 Mann. Die nächste Wasserattacke, die aber für ihn nicht gut ist. Oh Mann, ey. Toll, meine Pokémon lernen alle keine guten Attacken mehr. Whirlpool. Bei mir so ähnlich. Nein, du tötest den nicht. Jetzt geht doch noch Rückkehr daneben. Ich verstehe das nicht. Flori, du musst mir doch sagen können, wo es hier eine gute Flugattacke gibt. Weiß ich nicht. Das ist deine Generation, du musst das wissen. Ja, bei Platin ist es aber ein bisschen anders. Nein. Ja, doch. Nein. Ja, doch. Lüg nicht. Ich lüge nicht, sonst würde ich es ja sagen. Nee, aber der Sinn von Lügen ist, dass man es nicht sagt. Aber ich brauche ja auch Luftschnitt. Ja, aber ich bin ehrlicher Mensch. Aber ist Luftschnitt. Naja. Aber für mich gut, Luftschnitt. Nee, warte, eins von beiden Luftschnitt und... Windschnitt, eins von beiden ist physisch, das andere ist speziell und ich brauche speziell. Ich auch. Hä? Und dann bringst du dein speziell Pokémon auch eine physische Flugattacke bei. Ja, muss ich ja. Das ist bei mir leider auch so. Aber es ist nur eins, Leute.
Papa, Papa besiegt das Asius. Happa, Happa von Papa Nappa. Oh, der will dieser so Spruch nicht. Ist immer noch so schön, finde ich. Wie viel hast du jetzt schon besiegt? Au! Der hat meinen Faxo. Ja, das mein Faxo hat gerade mein Held umgeboxt. Was machst du? Hat das in zwei Attacken geworfen? Ich weiß es nicht. Wie weiß es ich nicht? Ich achte da doch nicht drauf. Ach Jan, jetzt guck doch mal, was passiert im Part. Warte mal, welcher Part ist das jetzt? Schlecker. Warum hast du Schlecker? Warum kann der Paralysieren mich mit Volltreffer? Oh. Wie nervig. Mann, Faxo, du. Du doofes Arg. Das würde ich nicht gern spielen. Das mag ich nicht so das Spiel. Was? Was du gerade gesagt hast. Ja, das habe ich gerade gesagt. Arg. Oh, ey. Aber wir diskutieren schon länger nach Spielen. Nein. Es ist nun mal nicht einfach. Ja, Flo ist nicht einfach und wenn Flo mal was mag, dann funktionieren die alle nicht. Ach komm, ey, das ist doch blöd. Jetzt hör auf mal einfach so. Ich muss die Paralyse erstmal heilen. Ins Kacherburn. Das ist gefährlich. Hör, ja, das heilt mich auch. Jetzt werden halt ein Paraheiler KP. Ach, jetzt hat er mich gleich wieder paralysiert. Leck mich doch. Ich hab mich doch gerade erst geheilt. Bench Turs. Ist doppelt, doppelt effektiv. Vierfach. Oh, ich hab's fast gewonnen. Der hat vielleicht noch ein KP. Ono besiegt. Was hast du mit meinem Pokémon gemacht? Ja, das, was ich mit deiner Seele gleich mache, sie rausreißen. Will der Opi auch kämpfen? Ja. Weiß ich nicht. Muss er mal gucken. Opi, willst du kämpfen? Nee, da macht sich nur Sorgen um die Enton. Die Dame will aber kämpfen. Von der kannst du Milch kaufen, ja. Oh. Der will nicht kämpfen. Hast ich hab gesagt, der macht sich nur Sorgen um die Enton. Hast du gegen die Dame schon geredet? Gegen die Dame geredet? Ich will doch gar nicht kämpfen. Nein, die Dame da, die andere Dame an der Wand. Ich hab sonst, ja. So, da es da mit den Entons ja nicht weitergeht. Enton. Oh, und es regnet natürlich. Dieser Route regnet zu 90%. Kannst du gern sprechen. Ich bin ein Schatzsucher. Heute ist die Beute ein Sieg gegen dich. Okay. Oder auch nicht. Weil es regnet und das mag mein Tails. Der wird nämlich schneller. Der ist Psychostahl, was kann ich nicht. Nee, der ist Bodenstahl. Nein. Doch. Bronzel ist Psycho. Ich kämpfe ja nicht gegen Bronzel. Schildteros hatte ich auch mal im Team in Mond. Ich habe auch überlegt, ob ich einen von der Fossilien jetzt ins Team nehme, aber. Nee. Ja, Schildteros hatte ich erst vor mehr oder weniger kurzer Zeit im Team und. Kognodon hat für mich viel zu wenig Verteidigung. Ich mag Kognodon, aber es ist leider nur Gestein und ich mag halt monotone Pokémon nicht. Also ich auch nicht, ich habe aber zwei im Team. Bei Luxio finde ich es okay, weil Luxio oder Luxtra ein Elektro-Pokémon ist. Und da machen zwei Typen das eher schlechter. Alles klar. Weil, ja, weil sonst, du kriegst ja nur mehr Schwächen. Hat ja nur Boden. Ich habe schon überlegt, aber das geht nicht. Das wäre richtig dumm für dich gewesen. Aber es gibt, also ich könnte es benutzen, das Item, aber es gab es noch nicht in der vierten. Was denn? Das ist die Frage, darf ich mit ihm ein Item geben aus der fünften Gen? Was denn? Ich frage jetzt allgemein, ob ich das... Nein. Darf. Okay. Was denn? Nee, das sage ich jetzt nicht. Wenn es nein ist, dann brauche ich es auch nicht sagen. Junge, jetzt sag. Luftballon. Nee. Nur weil du dann kein Erdbeben einsetzen kannst. Ja. Ja. Schade. Also musst du Luftballon... Ich sag's so, wenn du einen Luftballon findest, meinetwegen, aber du kaufst dir jetzt keinen dafür. Den kann man hier nicht finden, der ist aus der fünften. Ja, dann tut's mir leid. Du kaufst es aber nicht extra.
So, hier geht's weiter. Oh, hier ist aber ein Item. Top Ether. Oh, hier läuft ja schon wieder so ein Jogger rum. Hey, der will jetzt kämpfen. Ach, wir haben es früher morgen, stimmt. Jetzt haben wir es 5 Uhr auf einmal. Ja, siehst du mal. Aber wir so fahren jetzt schnell konnte es gehen. Wir fahren jetzt nicht extra zurück, oder? Nee. Den werden wir bestimmt immer irgendwann begegnen. Den dann komplett zerstören. Nicht, nee, wir kommen da nicht nochmal zurück eigentlich. Da kommen wir nochmal später zurück und werden ihn komplett zerstören. Widersprich mir nicht. eigentlich nicht. Alexio. Ah, mein Luxio. Und Luxio bedeutet, ich muss wieder zu Shellterra wechseln. Musst du nicht. Doch, die anderen beiden Pokémon haben eine Schwäche gegen den. Ja, das ich lasse die jetzt nicht 30 Mal sterben. Nur weil du nicht willst, dass mein Mauler ein paar EP kriegt. Ja, der hat sogar 2. Jetzt kriegt er sogar noch mehr als paar. Schön. Mal ist nicht schlimm. So viel hängen die anderen jetzt auch nicht mehr zurück. Bei mir schon. 26 und 23. Boah, 23 ist schon krass. Krass schlecht, ja. Ja. Das ist aber so anstrengend, Curlia zu trainieren. Und boah. Earthquake. Meine Statistik ist ruiniert. Okay. Wie meinst du? Weißt du? Hui. Oh, der gibt einen Gegenstoß. Gegenstoß. Das war Unlicht, ne? Oder war das Kampf? Oh, da fragst du mich was. Ich hab Unlicht. Gegenstoß, Unlicht, ja. Boah, also für mein zukünftiges Unlicht-Pokémon habe ich schon ein paar gute Attacken. Da freue ich mich schon darauf, das zu trainieren. Da bin ich mal gespannt, wie das sich entwickelt. Ein Macholo oder Macho. Hallo. Ich hoffe, der Part dauert nicht mehr lange. Ich schreib mal Flo kurz. Und nebenbei erstmal kurz wechseln. Pokémon und Balloni. Ach man, irgendwie kommen gerade noch Pokémon, die schön zu bekämpfen sind. Und noch ein kleines Macholo. Ich verstehe nicht, warum die in der ersten Generation dreimal Pokémon gemacht haben, die sich nur durch Tausch entwickeln. Vor allem, wo Tausch früher noch viel schwerer zu machen war. Weil du dich da mit den Link-Kabeln nebeneinander setzen musst und so. Wo das halt auch früher war, halt der Aspekt mit dem Sammeln viel größer. Wo man wirklich alle haben wollte. Warum sollte man dreimal Macholo trainieren? Verstehe ich nicht. Hey. Okay. Dann war's das mit dem Part. Flo kann sich leider nicht mehr verabschieden. Aber im nächsten Part ist wieder alles gut. Zum Glück war es jetzt nur wieder gegen Ende. Dann schaltet später wieder ein. Bis zum nächsten Mal und ciao.